Was geht, Corey hier. Und heute mache ich mal eine andere Art von Video. Und zwar geht es um ein paar Kommentare. Und nein, ich habe keine Hate-Kommentare bekommen, sondern einfach nur von jemandem, der irgendwie ein falsches Verständnis von Kommentaren hat, wahrscheinlich. Oder ein falsches Verständnis von wie man miteinander, wie Christen miteinander ermahnen und ermuntern sollten. Genau, aber ich gehe einfach mal und starte bei Thema 1 und genau, ich werde es euch zeigen. Und zwar habe ich jetzt letztens ein Video gepostet, muss ich in die Kirche. Ne, ganz simples Video, da rede ich darüber, dass es gut ist, dass wir in die Kirche gehen, also in die Gemeinde, die Apostel geführt haben, und dass wir diese Gemeinschaft haben, weil wir unterschiedliche Gaben haben, uns gegenseitig pushen können und dass wir alleine halt einfach nicht stark sind und zusammen aber schon. Und dann gab es eine Person, und die hat mir unter das Video, was überhaupt nichts mit dem Video zu tun hat, aber ist ja okay, ne? Ist ja, das ist, ich frage euch ja, ihr sollt mir unter den Videos schreiben, so was wollt ihr für ein Video sehen. Und das war ein Typ, der hat mir schon mal geschrieben, genau dieselbe Frage: Kannst du über Speisegebote reden? Wahrscheinlich fragt er aus dem Hintergrund, weil er glaubt, dass wir noch Speisegebote halten müssen. Also das Thema beim Speisegebot ist, glaube ich, ob wir Schwein essen dürfen. Na, also ich persönlich, ich esse kein Schwein, aber es hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Es ist einfach nur, weil Schwein nicht so gesund ist, also lasse ich Schwein raus. Und er fragt jetzt, ob ich ein Video darüber machen kann, über die Speisegebote. Das Problem ist aber, ich möchte eigentlich kein Video über die Speisegebote machen, weil ich schon mal ein Video darüber gemacht habe, ob wir noch unter dem Gesetz sind. Und habe ganz klar gesagt, nein, wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz, unter diesem mosaischen Gesetz. Diese Opfergaben und Speisegebote und sowas, das gilt nicht mehr für uns. Also Jesus hat einen neuen Gesetz, einen neuen Bund, und darunter sind wir jetzt. Und klar haben wir sozusagen Regeln und Gesetze, aber du hältst sie automatisch oder du willst sie automatisch halten, wenn du den Heiligen Geist hast. Aber das Video ist einfach, ich wollte jetzt kein Video nochmal sagen, wir müssen keine Speisegebote halten, kümmert euch nicht darum, das ist nicht wichtig. Naja, auf jeden Fall hat dann hat dann jemand anderes geantwortet, und er sagt dann das hier. Das ist leider sehr verbreitete Irrtum. Also er sagt, ja, ich weiß natürlich die Antwort, also das, wie gesagt, nichts gegen ihn, ich sage die Wahrheit, aber er sagt jetzt, ich habe die Wahrheit, das ist ein Irrtum, dass wir die Speisegebote nicht halten müssen. An keiner Stelle vom Neuen Testament werden Speisegebote aufgehoben. Und was ich gerne mache, ist, wenn jemand mit mir auf Social Media diskutiert, ist einfach sagen, okay, lass uns einfach darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Nicht aus dem Grund, weil ich einfach so, ja, okay, was auch immer, sondern weil mir so viele Leute schreiben, dass ich natürlich nicht mit jeder einzelnen Person diskutieren kann. So, wenn du in meinem engen Kreis bist und du hast ein Thema oder sowas, dann setzen wir uns einfach bei mir am Küchentisch, schlagen die Bibel auf und dann können wir diskutieren. Aber wenn du einfach irgendeine random Person bist, nichts gegen diese Person, aber ich kenne diese Person nicht, weißt du, und tausende Leute schreiben mir, also nicht nur auf YouTube, Instagram, TikTok und alle, wenn ich mit jedem diskutieren würde, dann hätte ich ja keine Zeit mehr zum Atmen. Dann geht's weiter. Dann schreibe ich genau das. Wir einigen uns einfach, dass wir uns nicht einig sind. Und das ist sozusagen der Punkt, wo du hinkommst, so wo es erstens ist super unrelevant, ob wir das jetzt klären oder nicht. Also er glaube ich, das ist so heilsentscheidend, ob wir das wissen oder nicht. Letztendlich ist es jetzt nicht das Weltbewegendste, das zu klären, finde ich. Und dann sage ich einfach, ne, agree to disagree. So, und dann sagt er halt, hier, einfach Christ. Das ist eine merkwürdige Handlungsweise, ne, dass ich schreibe, ey, wir einigen uns, dass wir uns nicht einig sind. Der Sinn ist ja, dass man bei unterschiedlichem Verständnis die Argumente austauscht, dann prüft und anschließend seine Entscheidung überdenkt oder behält. Was du nun machst, ist ziemlich weltlich. Ne, dieses mega judgy und keine Ahnung, dieses über dich stellen, hat nichts mit sich gegenseitig belehren und mit prüfen zu tun. Ich denke mal, er meint vielleicht dieses Ermahnen und Ermutigen, wie auch immer, ist ja egal, ne? Es gibt jedoch nur eine Wahrheit. Amen, glaube ich auch. Denn unser Erlöser ist die Wahrheit und der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, Jesus Christus. Amen. Somit sagst du ja im Grunde nur aus,
dass dich die Wahrheit zumindest bei dem Thema nicht interessiert. Ne? Das sagt er jetzt alles, weil ich nicht mit ihm diskutieren möchte, weil, wie gesagt, wenn ich mit ihm diskutieren würde, müsste ich mit jedem Menschen auf diesem Planeten diskutieren, der mir mal unten schreibt. Finde ich schade, dennoch ist es deine Entscheidung. Danke, das ist meine Entscheidung. Dann einigen wir uns eben darauf, dass du kein Ohr auf die Speisegebote haben willst. Genau. Also wie gesagt, er greift mich an. Kommentare, wie gesagt, Kommentare bedeuten mir genau null. Ne? Also das ist, ich musste am Anfang bei der TikTok-Zeit noch ein bisschen damit kämpfen, so wie viel fühle ich mich angegriffen und viel nicht. Aber es ist alles super unrelevant, weil du nicht wirklich viel verändern kannst, nur mit irgendwelchen Kommentaren, meiner Meinung nach. Genau, also er sagt mir praktisch, dadurch, dass ich jetzt nicht mit ihm diskutieren möchte, ignoriere ich das Thema, was ich ja nicht tue. Ich habe ein Video darüber gemacht, sollen wir das noch Gesetz halten? Und wenn er das schauen würde, dann würde er sehen, ich bin der Meinung, nein, weil, und da habe ich ja Bibelverse und sowas gepostet, hoffentlich. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass, was ich in dem Video alles gesagt habe, ist schon wieder ein bisschen länger her. Aber wie auch immer, der sagt mir also, ich möchte nicht da reingehen. So, und dann erst bin ich natürlich so dieser, ich bin so ein sehr, sehr zickiger Mensch, so sehr trotzig. Ich habe gedacht, ja, okay, du bist wahrscheinlich noch nicht, so wollte ich anfangen. Ich habe dann was anderes geschrieben, aber so wollte ich anfangen. Ich sag, du bist wahrscheinlich noch nicht so weit im Glauben. Du kennst dies und dies nicht. Aber wie gesagt, erst beten, erst beruhigen und dann die schönen Sachen, also die normalen, neutralen Sachen sagen und liebevoll mit ihm, weil er wirklich glaubt, dass er die Wahrheit kennt. Und das ist ja okay, wir glauben ja beide, dass wir die Wahrheit kennen. Naja, wie auch immer. Und dann habe ich geantwortet, tut mir leid, also sorry, ne, dass er sich so angegriffen fühlt, natürlich. Aber seh doch das mal logisch. Und ich bin ein sehr logisch denkender Mensch. Also ich denke, dass ich ein sehr logisch denkender Mensch ist. Wenn ich mit jedem diskutieren würde, der mir unter dem Videos schreiben würde, dann hätte ich keine Zeit mehr zum Atmen. Hab ich eben auch schon gesagt. Wenn du etwas länger im Glauben bist, damit möchte ich sagen, dass ich mein Leben lang in dieser Bibel studiere, heißt nicht, dass ich irgendwie besser bin als irgendjemand anders, sondern dass ich alle Argumente schon gehört habe oder die meisten Argumente habe ich schon gehört, diese Standard, die ich kenne, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen. So, die einen glauben, ja, wir müssen noch Gesetz halten, die einen glauben, nicht Gesetz halten. Ne? Und genau, ich kenne das. Ich kenne das alles. Weißt du, ich kenne das. Und ich habe mir hunderte, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir einige Debatten angeschaut. 3 Stunden lange Debatten, wo Leute miteinander diskutieren. So. Und die machen das 3 Stunden lang. Die haben Argumente, Bibelverse, Ideen, wie auch immer. Die haben so viel, was sie miteinander teilen. So, und dann bringt es nichts. Und ich lese einfach mal weiter. Dann merkst du, dass es alle Debatten schon gibt und du sie aufsuchen kannst, wenn du magst. Also, wenn du dich wirklich dafür interessierst, versuch nicht mit mir zu diskutieren, diskutiere einfach oder schau dir erstmal diese Debatten an. Aber wie gesagt, ich brauche nicht mit dir zu diskutieren, du bist einfach nur eine random Person auf dem Internet. Wenn ich jetzt anfangen würde, mit dir zu diskutieren, müsste ich mit allen Hunderten von Leuten diskutieren, die mir immer schreiben, und ich diskutiere nur mit Leuten, die ich face-to-face sehe und mit denen ich mich hinsetzen kann und mit denen ich wahrscheinlich noch eine Beziehung führe. Auf jeden Fall schreibe ich. Es heißt, du schaust dir die an und musst ja dann entscheiden, was du glaubst. Ne? Also du schaust dir diese Debatten an und dann hörst du, am besten schreibst du dir alles auf, was die sagen. Also es ist viel Arbeit, aber wenn du dir sicher sein möchtest, dann machst du das. Und das habe ich gemacht und ich habe so viel davon gemacht. Und ich habe geguckt, aha, und habe mich entschieden, ne, nachdem ich die Argumente, so ist es ja vor Gericht auch, so irgendjemand, der Richter muss ja dann irgendwie die Beweise und sowas hören und er muss sich dann irgendwann entscheiden. Er muss sagen, du hast recht. So, und ich habe mich entschieden für, nein, wir müssen das Gesetz nicht mehr halten und dann die ganzen Argumente. So, und das habe ich, ja, da habe ich ein Video dazu gemacht. Also ein kurzes Video natürlich, kein 3 Stunden langes Video, aber ich habe ein Video dazu gemacht. Genau, das ist also meine Meinung. Ich habe mich für diese Aussage entschieden. Also wenn mir jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, guck mal hier, dieses Argument,
Also ich werde es sehr wahrscheinlich schon gesehen haben, weil, wie gesagt, es gibt Leute, die das schon viel, viel schlauere Menschen als mich, die haben das gemacht. Weißt du, ich musste ja nichts mehr machen. Ich musste ja nur das nachlesen, was die gemacht haben. Und ich habe mich dafür entschieden, ja, das ist plausibel, das andere ist nicht plausibel. Das andere ist, es macht für mich keinen Sinn. Und ich habe mich dafür entschieden. Zweites ist natürlich noch dieses darüber hinaus. Ich glaube, dass es natürlich nicht nur meine Entscheidung war und rein logisch ist. Weil wenn Gott rein logisch wäre, wäre Gott nicht Gott. Also er ist über unserer menschlichen Logik. Also er ist immer noch Logik, aber über unsere menschliche Logik. Und ich glaube auch, der Heilige Geist hat mir das offenbart, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube, so funktioniert der Heilige Geist auch. Aber wie auch immer, das kann ja jeder von sich behaupten. Aber ich will nur darauf hinaus, dass ich mich entschieden habe. Für mich ist die Entscheidung, ich glaube nicht, dass wir Speisegebote haben. Dass wir noch Speisegebote haben. Das war für eine andere Zeit, andere Stelle und es würde auch heutzutage es macht keinen Sinn. Also, naja, wie auch immer. Aber da will ich gar nicht reingehen, weil sonst würde ich ja ein Video über Speisegebote machen. Wie auch immer, dann habe ich weiter gesagt. Nachdem ich dann zum Entschluss gekommen, das, was deine Seite glaubt, ne, also wie gesagt, seine Seite, weil es gibt etliche Leute, die das glauben und es gibt etliche Leute, das, was ich glaube, für mich nicht die Wahrheit ist. So, was soll ich jetzt mit dir tun? Dir alle Argumente raussuchen und schicken, nur um eine ähnliche Antwort zu bekommen, wie ich dir geschickt habe, also dass du nicht dran glaubst. Also, wie gesagt, ich kann kein Deutsch schreiben, aber ich versuche es zu erklären. Und zwar, was bringt es mir, dir jetzt all diese Argumente zu schicken, nur damit du mir all deine Argumente schickst. Und am Ende entscheide ich mich für meine Seite, weil ich das schon alles gemacht habe. Und es bringt es nichts, hier auf YouTube das zu machen. Genau, es gibt keinen Sinn zu diskutieren, wenn die Diskussion schon tausende Male stattgefunden hat. Also, diese Diskussion gibt es schon. Das ist so, jetzt geht es nur noch um, was glaubst du? Für was hast du dich entschieden? Genau, für was macht für dich am meisten Sinn? Und man nicht auf einen Nenner gekommen ist. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Debatten stattgefunden haben. Und das ist ja so. Die Debatten finden statt und am Ende gibt es keinen Sieger und der andere wird sozusagen der Verlierer. Es wird debattiert, etliche Stunden lang und am Ende war es das. Weißt du? Also da gibt es nicht, und der Gewinner ist Gesetz halten. Nein, das gibt's nicht. Es ist einfach offen. Es ist eine offene Frage, es ist eine eigene Entscheidungsfrage. Und dann habe ich noch geschrieben, du bist irgendjemand im Internet, wie gesagt, nicht schlecht bewertend oder irgendwie sowas. Er ist einfach irgendjemand im Internet. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich kann nicht jeden User, und darum User, es geht nicht um die Person, aber es geht einfach nur jeden User versuchen zu ermahnen und ermuntern. Also ich muss nicht jeden User auf YouTube versuchen, richtig zu stimmen, weil dafür ist keine Zeit. Ich versuche meine Videos zu machen, um meine Meinung da rauszubringen und die Wahrheit zu verbreiten, was ich glaube, was die Wahrheit ist. Und mehr kann ich nicht machen. Ich kann zwar, wenn jemand eine Frage hat, zum Beispiel, keine Ahnung, da kommt eine Frage, wo steht, dass Jesus Gott ist. Und dann schreibe ich, also dann sage ich erstmal, guck mein Video an, wo ich 50 Bibelverse rausgeholt habe. Aber dann schreibe ich vielleicht nochmal, ja, für mich ist Johannes 1 die stärkste Bibelstelle oder sowas. Wie auch immer. Das kann ich ja machen. Oder wenn jemand sagt, oh, schönes Video, kann ich sagen, danke. Also das kann ich nur antworten, das geht ja schnell. Aber wenn da immer wieder jemand kommt und er versucht mit mir zu diskutieren in den Kommentaren, dann muss ich halt sagen, ja, sorry, wir sind uns nicht einig. Und dann schreibe ich noch, ich kann nicht jeden User versuchen zu ermahnen und ermuntern. Das mache ich in meinem engen Kreis oder mit meinen Videos, wie ich gerade erklärt habe. Aber ich wünsche dir Gottes Segen. Und das ist alles, was ich dazu gesagt habe. Jetzt wird er wahrscheinlich noch irgendwas antworten. Ich hoffe, er ist wirklich Christ. Weil dann wird er es einfach dabei stehen lassen und sagen, stimmt, macht Sinn, es macht keinen Sinn, dass wir diskutieren so, und du mit allen Menschen diskutierst. Also sozusagen in diesem Fall muss er mir Recht geben, sonst, wie gesagt, schreibt er mir wieder seine Argumente und dann geht es ja im Kreis und dann macht es ja keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, dass es keinen Sinn macht, so zu diskutieren. Ja, aber das war's schon. Keine Ahnung, ob ich dieses Video hochlade, genau, es ist eine ganz andere Art von Video, aber ich wollte einfach nur mal erklären, wieso es keinen Sinn macht, in den Kommentaren meistens zu diskutieren. Außer du hast Spaß dabei, weißt du, wenn du Spaß dabei hast, so mein Dad macht das ja auch, der diskutiert etliche Nächte, Stunden und Stunden
diskutiert er mit irgendwelchen Leuten im Internet. Und genau, und er hat ja wahrscheinlich auch Spaß dabei und er findet das wahrscheinlich auch wichtig, dass er das macht. Für mich ist es nicht wichtig. Für mich sind die Videos wichtig und Face-to-Face-Talks. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem irgendwie geholfen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt, damit ich weiß, was da draußen gesucht wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.